Willkommen zurück! Diesmal mitten auf der Straße, irgendwo im Nirgendwo und Valerie! So. Ja, Moment. L, nicht J, sondern L. Ja. Los Angeles. Okay. Sonst irgendwas? Nee. Los Angeles, was eigentlich Downtown wäre. Fat Larry, bla, ist Experte für außergewöhnliche Geschäfte und so weiter. Seine Akttasche aneignen, den die Tong an einer örtlichen Gang austauschen, der Übergabe findet. In einem Parkhaus in der Nähe statt, gehen sie möglichst lautlos vor. Okay. Gut. Wo könnte hier ein Parkhaus? Was hat man da? Okay, mit Pischer müssen wir dann noch reden, wenn der Reporter bald da ist. Oder? Moment mal. Ich dachte, ich war schon mal da unten. Okay. Egal, brauchen wir jetzt nicht hingehen. Ich will erstmal ein kleines bisschen hier die Runde laufen. Bisschen. Ist niemand. Wollen alle nicht. Was soll das denn? Yeah, Love Forest. Und die läuft auch so. Wieso ist der wie vom Affen gebissen? Warum beißen einen dann eigentlich immer nur Affen? Das ist ganz, ganz komisch. Wieso habe ich... Ah, ich muss mir unbedingt an... Ich habe lange Zeit nicht mehr... Okay. Oh. Hier wird gespielt, deshalb bin ich ein kleines bisschen draußen. Okay. Trinkversuch war das. Kann ich denn gleich nochmal die Kamera rausnehmen? War das cool? Nee, das war Y. Haha, Y. So. Oh. Daran kann ich mich noch ein bisschen erinnern. Yay. Man, oh, Moment mal. Lila. Ah, genau. Hier müssen wir rein. Also nicht hier, sondern da. Speichern. Ups. So. Das ist nämlich das leuchtende Haus. Oder irgend so eine komische Leuchtsache eben. Was haben wir hier? Können wir nicht öffnen, leider. Verschlossen. Das ist... Oh, ich hasse das. Das Coole an dem Ding ist, egal wo man langläuft, man kommt immer am Ziel raus. Ist einfach nur geradeaus laufen und du bist da. Immer wenn dieses mit den Leuchtdingern kommt. Also wir gehen hier um, dann links, dann rechts. Oh, das war ja mal fix mit dem Ausgang. Ja, weil wenn man eben irgendwo anders lang geht, wir können natürlich auch hier lang gehen jetzt, kommen wir auch hier raus. Das ist wie eine geniale Falle ist das. So. Speichern dauert ein kleines bisschen. Ich habe das schneller in Erinnerung. Hoffentlich redet er nicht mit mir, weil ich will ja erstmal alles gut gucken hier. Jetzt. Greetings, Neonate. Might I assume you received my invitation? I have been looking forward to meeting you for quite some time. Nett. Ja, die habe ich auch. Strauss. Maximilian Strauss. I am the regent for this chantry. Welcome. Mm-hmm. Guten, was ist das für ein Gildenhaus? I forget that you are not embraced within the pyramid. Mm-hmm. We share the same blood you and I. But there is much you have yet to learn about our clan. Okay, dann sind sie ein Tremere. This new life in which you find yourself undoubtedly seems strange. I'm sure you have many questions, young one. I will answer those which I am able. Okay, und was bedeutet das? Den Kuss in der Pyramide empfangen?
The pyramid is the social structure of our clan, with each level of advancement watched over by the next. Mm-hmm. There are apprentices here at the Chantry who are my charges, and I have a lord who watches over me and other local regents, and so on. In most cases, Tremere are very selective about who they embrace and how it is done. There are traditions and laws that we adhere to, so the circumstances of your embrace were, let us say, unconventional. Therefore, you are outside the pyramid. Das ist... Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber okay. Such things are possible, young one. But you would have to prove your worth to the clan before it would even be a consideration. Tremere guard their secrets well. Perhaps it is something we will speak of later. Gut, und ich verstehe. Erzählen Sie mir, was ein Gildenhaus ist. A chantry is a local gathering place for those of the Tremere clan. I live here, as do apprentices from time to time. Mhm. Und Sie sind ein Regent. Was ist das? A regent is the leader of a chantry, as well as a teacher to young Tremere apprentices who are studying the mysteries of our clan. Mhm. Und ich bin neu. Max, wie geht's denn auf der Straße ab? Okay. Let me give you some advice, young one. Your survival in kindred society will often depend on your ability to find out yourself what is going on around you. Remember that well. Und deshalb frage ich ja. Okay, dann nehmen wir die Eins. As for what is going on here in downtown, the word on everyone's lips, kindred or kind, seems to be epidemic. Oh. Das ist nicht gut. Und was it ist denn da? Seems that disease has been spreading at an alarming rate throughout the downtown population. Mm-hmm. Considering our particular appetites, the local kindred are more than concerned about these developments. Gut. Und wenn man unsere speziellen Vorlieben bedenkt, ja, das ist ungewöhnlich. Gut. Interessant. My opinion is that the local anarchs are responsible for these outbreaks. Their precipitous indulgence of certain passions often leads to such things. Ergo, their need for the watchful eye of the Camarilla. Ja, ich würde ja nicht denken, dass die das sind, oder? Vielleicht könnte ich der... Das wird mal untersuchen. An interesting proposition. If you succeed in finding the cause of this epidemic and putting an end to it, I will compensate you appropriately for your efforts. Sehr schön. Dann mache ich das mal. Was Sie mir dafür schulden, darüber verhandeln wir bei meiner... Okay. Was springt für mich dabei raus? I will ponder the nature of your payment while you are gone. Believe me, I will treat you fairly, Neonate. And your service to the Camarilla won't be forgotten. Okay. Dann kümmere ich mich drum. Ich arbeite in bla bla bla. Was habe ich noch? Ich denke drüber nach. Erzählen Sie mir ein bisschen mehr über die Camarilla. Camarilla. It is merely a kindred sect that exists to protect its members from the outside world. There are specific codes of behavior that we abide by in order to ensure the continuance of our species. It is nothing more and nothing less. Interessant. Okay, was haben wir noch? Ich kann Ihnen noch ein paar weitere Fragen über die Camarilla stellen. Bla, eigentlich war dann noch was anderes. Gut, nehmen wir eins. What else would you like to know? Ja, je nachdem, was du mir zu sagen hast. No. There are many independent clans who are not aligned with the Camarilla. And the Sabbat is another sect of various vampire clans whose beliefs are very different than our own. Unsavory sorts, to say the least. I understand you have already run afoul of them. Okay, glücklicherweise war Nines Rodriguez da, um mir zu helfen. Yes, the infamous Mr. Rodriguez. I understand you owe him your life twice now. Had he not intervened, the prince would have surely had that hound of his separate your head from your shoulders. Das weißt du nicht genau. Ich habe nur darauf gewartet, zum Zug zu kommen. Oh mein. Okay, die zweite Frage verstehe ich in nicht ganz. Case, it's a shame that Rodriguez cannot see the wisdom of the Camarilla. He would make a powerful ally. As it is, he is a significant thorn in Lacroix's side, which serves my purposes just the same. Okay, und was sind ihre Zwecke? Lacroix is a prince, neonate, and a ventrue on top of that. Even if he weren't as young and indiscriminate as he's already proven himself to be, I... But I say too much.
Let us just say that he and I have differing ideas on the use of power. Und die wäre? Well, without saying too much, I think that Sebastian LaCroix lacks the usual discretion necessary to be a prince. Mm-hmm. I see in him a lust for power that overshadows his responsibility to the Camarilla. Oh, das sieht nicht so schön aus. Vielleicht glauben Sie, Sie könnten das besser. Okay, ich glaube, wir sprechen schon von Illoyalität. Okay, nehmen wir die eins. No, young one. I aspire not to such lowly heights. My only interests are those of my clan and the Camarilla. In dieser Reihenfolge. You will do well in this new life, young one. That I can see already. Sehr schön. Na, das will ich auch. Habe ich noch mal Frage. Genau. Okay, sind ja Vampire. Haben wir schon, warum sind die Anarchen nicht in der Camarilla? They don't need the structure and discipline of the Camarilla. I feel that they pose a threat, both to those loyal to the Camarilla and to themselves. Most are mere children and need our guidance. Mhm. Eine interessante Beobachtung. Ich habe noch ein... Nee, was war noch? Ja, ich denke, die Anarchen haben recht, sie brauchen... Bla bla bla. Das Letzte, was ich brauche, ist ein Haufen alter Knacker, die mir... Okay. Interessante Beobachtung Nummer 1. Bla 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 bla. Was halten Sie vom Prinz? Hat man schon? Okay. So, ja, hat man auch schon. Noch eine Minute Ihrer Zeit. Super. Ich habe ein paar Fragen und Sie können noch. Genau. What is it? Was? Nein, nicht schon wieder. Eigentlich brauche ich was anderes. 4. Of course. What eins. Is it? 2. Nein, nehmen wir doch die 2. An interesting proposition. If you succeed in finding the cause of this epidemic. Hatten wir schon. Ich mache das, was wir dafür schulden, weil wir in Rückkehr. Okay, wir wollen mal nicht so viel. Ich verschwinde hier. Endlich bla. Na, na schön. Gut, dann mache ich das mal. Again, I recommend speaking with the Anarchs. You can find most of them at the local watering hole, reveling in the vices of their former lives. Watering hole. Das klingt genial. The last round. Watering hole. Okay, merke ich mir. 1. What is it? Und 3. Weiter. Und es geht bald weiter. So. Gibt's hier sonst nichts weiter, was ich mitnehmen könnte? Was ist denn? Die Gemälde sehen immer genial aus, ey. Na dann. Geradeaus. Links. Rechts. Links. Und wir sind draußen. Gibt's hier oben denn nicht weiter? Schade. Anwendung einer disziplinären Timer erhalten Sie erneut die volle Zeit zurück zu Ihrer noch verbleibenden Zeit.